Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Stranded Alien Dawn. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Beim letzten Mal haben wir uns hier mit diesem Käferangriff auseinandergesetzt. Das war schon ganz interessant. Es waren zumindest ausreichend, um bis hier vorne hinzukommen. Und da werden wir jetzt ein bisschen was gegen machen. Wir kümmern uns jetzt mal eben in dieser Episode so viel wie möglich um diese Abwehr hier. Wir müssen dafür allerdings einen CPU-Kern einmal bauen. Und zwar lassen wir das mal eben den Ken hier schnell mal eben, zack. Da sollen wir eben einen CPU-Kern bauen. Denn dann können wir hier an der Stelle einen weiteren Laser einsetzen. Ich denke, ein Laser macht ganz gut Sinn. Ich überlege auch, ob wir eventuell das Ganze ein bisschen versetzen. Sprich, dass wir, wir schauen einfach mal, dass wir hier vorne Metall, zack, zack, einmal den hier machen. So. Ja. Dann kommt hier der Laser hin. Geschützt hat eine Reichweite von so weit. Laser hat eine Reichweite von so weit. Also Laser sind natürlich sehr viel effizienter. Zumindest haben sie eine größere Reichweite. Ich weiß jetzt nicht, wer schneller. Also die müssen ja auch irgendeinen Vorteil müssen die ja haben. Außer, dass sie weniger in Energie produzieren. Aber die müssen irgendeinen Vorteil müssen sie haben. Ansonsten wären sie ja irgendwie sinnlos. Ne? Bisschen weniger Energie ist ja letzten Endes jetzt nicht der große Unterschied. So, wie sieht es hier hinten aus? Batterie sind voll. Schön. Rita ist am Pflanzen. Ja, Rita soll das erstmal machen. Ne? Ansonsten würde ich sie jetzt nochmal auf eine Expedition schicken. Ja, können wir auch gleich nochmal. Schicken wir sie gleich auf eine Expedition. So, dann bauen wir hier oben auch noch einen Laser hin. Hier Laser. Der kommt einmal hier hin. So. Dafür brauchen wir die CPU, das ist klar. Wir können natürlich auch hier, wir werden natürlich alles bauen, ist klar. Missile Launcher können wir uns auch noch hier hinsetzen. Der feuert dann fröhlich hier vorne in die Gegend. Ist eben immer so eine Sache. Man kann da natürlich jetzt hier einfach ganz, ganz viele Waffen aufstellen. Ich sag das ja immer wieder. Aber irgendwie ist es, ich finde, es ist wenig elegant. Wir gucken aber, ob wir vielleicht das ein wenig mal angehen können, dass wir zumindest ein paar mehr Geschütze haben. Weil ansonsten, glaube ich, wird das bei der einen oder anderen Angriffsstelle wird das sehr problematisch. Und da sehen wir mal zu, dass wir uns da jetzt drum kümmern. Das Teil hier kann irgendwie weg, ne? Wofür steht das da? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. War bestimmt während irgendeines eines Panikanfalls habe ich das da hingesetzt. Ich überlege auch, ob wir eventuell hier hinten mal lang gehen. Ich glaube, das ist irgendwie nicht intelligenter, aber es ist irgendwie, wie sagt man? Eleganter. So, einmal hier hin. Und dann gehen wir hier am Haus einfach vorbei. Hier. Dann da. Und dann können wir hier noch einen hinsetzen. So, und den hier. Den können wir einmal verschieben. Zack. Dann haben wir hier nämlich ein bisschen mehr Platz. Ne? Jetzt müssen wir nur noch zusehen, dass wir genug Energie haben. So insgesamt. Dann kann der auf jeden Fall mal hier hin. Moment mal. Der könnte hier hin, ja. Setzen wir ihn einfach mal dahin. Und dann werden wir hier mal, da habe ich einen heißen Tipp von jemandem von euch bekommen. Wir können hier ein Dach hinbauen. Scrap Metal machen wir einfach mal. Und zwar einfach so ein kleines Dächlein hier hinten hin. Ja, vielleicht nicht ganz so. Müssen wir mal gleich noch die Größe. Müssen wir uns gleich nochmal anschauen.
welches da die beste Größe ist. Denn gegen Flugviecher ist es so, dass wenn wir unsere Survivor unter ein Dach stellen, dass dann die Flugviecher natürlich nach unten kommen müssen, um sie zu treffen. Ja, oder um deren Kopf zu treffen. Und entsprechend sollten wir sie einfach unter so ein kleines Dächlein stellen. Vielleicht funktioniert es ja. Wie versprochen. Okay. Das Turret wird gebaut, der Laser wird gebaut. Das ist sehr schön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, dann könnten wir hier hinten einmal einen Scrap Metal Roof aufstellen. Müssen nur zusehen, dass die Gegner hier noch überall durchkommen, ne? Warte mal, wir haben hier von hier bis hier. Oh, 3x4. So, und dann der hier, der stört mich. Der stört mich. Der hier oben drauf stört mich auch. Den setzen wir einfach mal hier hin. Und dann müssen wir mal gucken, wo wir den hier am besten hinsetzen. Hat der Blitzableiter... Hat der hier eine Verbindung? Nee, hat er nicht. Okay, das müssen wir dann irgendwie anders machen. Den müssen wir woanders platzieren. Wir können natürlich auch einfach zwei Blitzableiter bauen. Wir können einen hier platzieren. So, dann kopieren wir uns den. Und dann setzen wir den anderen einfach hier hin. So, wunderbar. Wunderbar. Und dann müssen wir mal sehen, wir könnten natürlich jetzt den Laser, könnten wir jetzt auch noch hier hinsetzen, so wie wir den hier haben, ne? Den müssen wir noch auf ein anderes Circuit setzen, auf die 10. Zack. Weil es eigentlich kein Problem ist, die kommen ja hier eh so in der Mitte, aber dann kann der Laser hier wenigstens... Ja, der erreicht sie sowieso die ganze Zeit, ne? Ja, wir setzen ihn trotzdem mal hier rüber. Ich glaube, das ist einfach ein bisschen eleganter. Eleganteur. Yep. Einmal hier. Copy. Zack. Zack. Und der dann einmal hier hin. Okay, Saft haben sie alle. Das funktioniert. Wir haben auch... Warte mal, eigentlich ist es auch nicht elegant, ne? Der hier muss dann aber auch hier so auf diese Höhe. Damit das schön gerade alles ist, ne? Ganz genau so hier. Da muss ja alles auch richtig sein. Auch wenn ich es alles noch 1000 umbaue. Naja, mal schauen. So, wir haben jetzt einen Bewegungsmelder einmal hier. Der... ja... Und wir haben ja beim letzten Mal gelernt, dass wir hier noch Probleme haben, ne? Dass die hier noch reinlaufen wollen. Werden wir hier hinten den Zaun einfach abreißen, der macht jetzt sowieso keinen Sinn mehr. Brick Fence, weg damit. Den brauchen wir nicht mehr. Und jetzt würde ich halt fast sagen, wir ziehen einfach hier eine Mauer durch. Dann müssten sie eigentlich hier drum rumlaufen. Wir testen mal. Wenn ich jetzt hier, von hier bis hier rüber. Ich schließe einfach mal das Ganze. So. Wir machen das einfach mal dicht jetzt. Das ist jetzt auch unser Grundstück. Severe Heatwave, okay. Jetzt müssen wir mal zusehen, dass sie nicht wieder sterben hier, unsere Jungs und Mädels. Das wäre äußerst schade. Muss man ganz kurz auf den Desktop, Leute. Kleinen Moment mal eben. Ich bin sofort wieder im Spiel drin. Zack. 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 So. Oh. Kam jetzt hier gerade... Oh, das ist ja praktisch. Hier ist wieder was runtergekommen. Das ist gut. Dann kann Kennen wieder ein bisschen ackern. Weil der Ken, der kann erstmal nochmal eine CPU bauen, würde ich sagen, oder? Und bessere Waffen müssen wir auch mal demnächst bauen. Aber wir haben ja demnächst Research
Fuel Fermentation haben wir researched. Das ist gut. Dann können wir hier jetzt einmal Liquid Fuel fermentieren. Bis 50. Hier noch mehr. Bis 100. Hier noch mehr. Bis 200. So, wunderbar. Rita stressed out. Ist hoffentlich nicht zu heiß. Freunde der Sonne. Wir sind bei 35 Grad in der Bude. Du hältst aus bis 37 Grad. Railgun Snipers haben wir auch researched. Und jetzt sind wir bei Electric Smelting. Ach Moment, wir können ja schon drucken, ne? Hier. Print. Electronics. Ich werd bekloppt, ey. Ha. Wir können Electronics drucken, ey. Wie gut ist das denn? Bitte bis 20. So, und dann direkt nochmal ein paar CPU-Kerne hinterher. Bitte bis 10. Und dann auch nochmal ein paar Power-Cells hinterher. Auch bis 10. Das ist doch traumhaft, Leute. Jetzt haben wir keine Electronic-Probleme mehr. Electronic-Probleme mehr. Wie gut ist das denn bitte, ey? Endlich. Endlich. Wunderbar. Wunderbar. Der 3D-Drucker druckt. Er druckt uns auch das, was wir brauchen, nämlich Electronics. Die können wir dann hier komplett rausnehmen. Würde ich sagen. Ja, die nehmen wir hier raus. Die Electronics, die Power Cells ganz genauso, die CPU-Kerne auch. Waffen, Railgun Sniper definitiv bis 2. Pulse Rifles haben wir bis 1. Machen wir auch bis 2. Sehr schön. Dann setzen wir die Railgun Sniper hier noch mit dazu. Nach oben. So, übrigens weiß ich jetzt, wie es funktioniert. Shift. Moment, das müssen wir hier, warte mal, das teste ich mal direkt hier beim Kochen. Zumindest hat es mir jemand verklickert, wie das funktioniert. Und zwar, wenn wir das hier nach ganz oben haben wollen, die Veggies Soup. Shift-Linksklick. Zack, dann sitzt sie ganz oben. Oder Shift-Linksklick, dann sitzt sie ganz unten. Shift und auf den Pfeil klicken. So sortiert man eben einzelne Dinge nach ganz oben oder nach ganz unten. So, guckt euch das an hier, wie es gecraftet wird. Auf Däubel, das ist doch nicht zu fassen, ey. Seht ihr? Jetzt geht's hier richtig rund. Schön. Endlich. So. Hatten wir jetzt hier soweit alles? Nee, natürlich nicht. Wir müssen hier jetzt erstmal einmal hiervon noch jede Menge bauen. Die werden wir mal schön alle blockieren, die ganzen Jungs und Mädels. Vielleicht ist es ein bisschen viel, aber zumindest den Gang hier, den wollen wir mal komplett dicht machen mit ein paar Fallen. Wir werden das Licht, werden wir mal ein bisschen anders setzen. Ich weiß nicht, wie weit es leuchtet, ehrlich gesagt. Und hier vorne sollten wir es eben auch nicht hinsetzen. Das Problem ist eben, dass wir hier vorne immer... Wir haben hier kein Licht. Vielleicht können wir aber eleganterweise... Was ist die Reichweite von den Lasern? Die kommt tatsächlich bis hier vorne. Na, den können wir zumindest mal jetzt einfach, damit wir es erstmal haben, können wir hier einmal ein Licht platzieren. Weil hier haben wir ja den Saft. Soweit möglich wie in der Mitte. Soweit wie möglich hier in der Mitte. So, dann haben wir hier schon mal Licht, das auch im Dunkeln hier getroffen wird. Gut. Wir haben hier jetzt jeweils zwei Turrets. Sollte also ganz gut gehen. Mit dem Licht, da müssen wir mal gucken. Warte mal, hier. Das ist definitiv, das ist das Thema, wo der Laser nicht treffen kann, aufgrund des Lichtes. Das ist aber eigentlich gar nicht so wild, wenn ich das richtig sehe. Wir könnten das eins weiter nach hier setzen, dann dürfte der Laser schon ganz gut hier überall dran vorbeikommen, ne? Und dann könnten wir uns nochmal ein Licht hier auf die andere Seite setzen. So, nur mal sehen, ob wir da eine ausreichende Reichweite, was
die Stromkabel angeht, haben. Das wäre dann quasi hier. Oh, das passt ja. Setzen wir auch nochmal Licht hin. Achso, aber vielleicht anders rotieren, ne? Ist ja hässlich. Cancel. Copy. Jetzt ist richtig. So, dann haben wir da Licht. Hier haben wir auch Licht. Wir könnten natürlich auch statt dem wir hier draußen lang führen, das Ganze könnten wir dann natürlich auch hier lang führen, ne? Und dann das Licht jeweils hier hinsetzen. Damit einfach die ganze Welle hier. Okay, das ist automatisch auch auf 10, weil es kopiert ist. Sehr schön. Damit hier der ganze Weg entlang dann beleuchtet ist. Würden wir halt auch ein paar von den Jungs hier sparen, glaube ich, ne? Warte mal. Da kommen ein paar Aggressive Animals. Okay, dann lassen wir jetzt erstmal alles so. Wo sind sie denn? Sie sind hier oben. Oh, das ist interessant. Mal aus der anderen Richtung. Sie sind hier. Hier unten auch. Die sind überall irgendwie. Sie sind überall! Das Kleine und Große, ja. Ja gut, dürfte aber im Großen und Ganzen kein Problem sein. Nehme ich mal sehr stark an. So, euch alle einmal draften und einmal hier bitte drunter. Okay, ihr wollt aber irgendwie nicht alle hier drunter, ne? Rita dahin, mal gucken, können wir die alle hier drunter sortieren? Doch, sieht ganz gut aus. Die passen ja alle drunter. Wer fehlt? Rita fehlt. Dummerweise ist es gerade sehr heiß, ne? Oh, guck mal, wer ist denn hier schon? Jumaya ist komplett ausgerüstet hier. Mit den geilen Klamotten. Das ist ja super. Das ist ja sehr gut. So, warte mal. Während die noch nicht angreifen, können wir mal hier eben gucken. Railgun, Sniper, not enough resources. Power Cells und CPU Cores fehlen uns da wahrscheinlich. So, noch greifen sie nicht an. Aber das hier scheint auch ganz gut zu funktionieren, oder? Das sieht ganz gut aus. Das ist wie so eine Veranda. So, Leute, jetzt können wir uns wieder hier schön angucken, was hier so passiert. Da hinten warten sie auf den Angriff. So, dann schauen wir mal. Ich hoffe mal, wir haben jetzt hier alles verbunden. Ich hoffe, das klappt. So, wo laufen sie lang? Sie laufen alle hier lang, so wie sie sollen. Wunderbar. Und jetzt müssten eigentlich gleich, sobald sie hier vorne sind, müssen die Laser angehen. Und dann dürften wir eigentlich kein Problem mehr haben. Da ist es auch schon aktiviert, das ganze Thema. Der dürfte richtig schnell weg sein. Nehme ich an. Der bekommt jetzt die volle Breitseite ab, ey. Jo, Nummer 2. Auch Nummer 3. Ist auch weg. Jetzt kommt der ganze Kleinkram, wird auch weggebrutzelt. Eieiei, die Laser sind echt fies, ne? Jo, also weit kommen sie nicht. Jetzt haben wir hier noch ein paar, 29 sind es noch. Und unsere Survivor warten da vorne einfach nur. So, jetzt kommen die Flammenwerfer, sind auch noch hier in Einsatz. Dann kommen unsere Survivor noch dazu. Ja. Kein Durchkommen, möchte ich meinen. Aber sie wechseln tatsächlich auch mal darüber, das ist in Ordnung. Wir könnten das hier natürlich auch weglassen. Oh, guck mal, da kommen welche durch. Ja. Hier kommen sie einfach durch. Gut, aber kommen die Laser eben auch alle ran, ne? Ja. Würde ich sagen, im Grunde genommen sieht das doch ganz gut aus, oder nicht? Das ist echt geil. Wie sie hier stehen.
und einfach auf den Angriff warten, wenn er denn überhaupt ankommt. Okay, das funktioniert. Zumindest mit diesem Angriff hat das jetzt funktioniert. Jetzt werden wir einmal hier die ganzen Jungs butschern, damit wir uns jede Menge Benzin herstellen können. Denn das können wir ja jetzt. Richtig gut. Richtig gut. Hier vorne ist überhaupt was drin. Ach so, not enough resources. Dafür brauchen wir das. Hier. Das Insect Meat brauchen wir. Das wiederum verarbeiten wir ja aber auch. Hier, ne? Ja. Dann können wir das hier eigentlich rausnehmen, glaube ich. Weil wir haben ja das Fett im Grunde genommen nur produziert fürs Benzin. Und Benzin müssen wir ja nicht mehr produzieren. Hier über die Crafting Bench. Sondern machen das ja jetzt komplett hier über die Tonnen. Müssten wir zumindest. Müsste eigentlich funktionieren. So, also die Abwehranlage funktioniert soweit. Wir müssen mal sehen, wie wir das vielleicht noch ein bisschen weiter ausbauen können. Wie gesagt, immer mehr können wir machen, aber vielleicht machen wir das auch irgendwann, aber wir schauen einfach mal. Jetzt würde ich ganz gerne hier einmal umsortieren, die Jungs. So. Dann du einmal nach hier. Und dieser hier, der einmal nach, ne? Okay, bis da. So. Spaceship Crash, der kann weg. Wo stellen wir denn den am besten jetzt hin? Ja, irgendwo, wo er nicht stört, ne? Setzen wir den hier einfach mal so noch da hin erstmal. So als Backup. So, und dann hoffen wir mal, dass hier das Licht... nein. Achso, ist ja noch nicht angeschlossen. Warte mal, die müssen erstmal gebaut werden hier, wie es aussieht. Müsste sich ja jetzt jeden Moment Samantha drum kümmern. Samantha. Und das Tor hier, das nehmen wir echt weg. Das bauen wir ab, weil ich habe gesehen, dass die Laser, die wollten hier halt weiterschießen, konnten sie aber nicht, weil das Tor hier stand. Na, da werden wir definitiv das Tor einmal abbauen. Samantha scheint am Reparieren zu sein. Oder so. So, wir haben 6 Electronics. Die werden produziert. Das funktioniert. Das ist sehr, sehr schön. So, Samantha ist hier am Abbauen, am Umbauen, am Neuplatzieren. Vielleicht macht hier jeweils ein Tor Sinn, ne? Hier ganz außen. Weil wir wollen ja eigentlich hier auch noch öffnen. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir das hier tatsächlich so lassen. Mit dem kleinen Eingang an der Seite. Ich denke aber ja. Ich denke, wir lassen das. So, können jetzt hier ordentlich aus dem, am Auseinandernehmen. Herrlich. Unpowered Device Motion Sensor. So, mal gucken, haben wir eine Verbindung? Wir haben hier keine... Hier wurde doch eindeutig eine Verbindung angezeigt. Jetzt haben wir die Verbindung auch. Bist du powered? Ja. Okay. Okay, gut. Gut, okay. Jetzt gucken wir einmal, können wir hier noch eben kurz... Ah, Mist, nee, das reicht nicht. Heißt, wir müssen die doch alle ein bisschen weiter hier reinrücken. Dann machen wir es jetzt richtig elegant. Mehr oder weniger. Und zwar so. Und dann kommt der hier hin. Und dann, wie viele haben wir dazwischen? Warte mal, hier. Einmal kopieren.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zack. Da immer noch eine Leuchte hin. Hier wieder den daneben. Und dann können wir im Grunde genommen, können wir auch hier vorne nochmal eine Leuchte hinsetzen, ne? Das ist dann die hellste bestimmt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zack. Und einmal diesen nach hier. Und dann brauchen wir zu guter Letzt noch diesen irgendwo hier dazwischen. Wobei dazwischen, das ist schlecht, ne? Ach so, warte mal. Ja, nee, es ist sowieso schlecht, weil hier haben wir doch gleich bestimmt. Ja, das ist ganz schlecht. Siehst du? Die Lampen, die sind, vermute ich zumindest, nicht so schlimm. Aber hier haben wir jetzt natürlich viel zu viele tote Winkel. Ja, 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 das geht nicht. Das können wir nicht lassen. Das geht nicht, Leute. Das kann so nicht bleiben. Heißt, wir bewegen mal... Die müssten wir eher so hier hin, ne? Die Frage ist nur, haben wir da... eine gute Distanz zu den Lampen? So, hier. Dann hier. Ich weiß nicht, ob die hier verbinden. Müssten sie aber. Wenn die zu dem verbindet, müssten sie eigentlich auch... Ja, okay, das funktioniert. Dann kann der hier... kann auch weg. Den brauchen wir gerade nicht. Den stellen wir auch hier hinten hin. Moment mal, jetzt haben wir hier wieder keine Verbindung. Doch, wir haben hier eine Verbindung. Wird nur nicht angezeigt. Warte mal, wenn wir jetzt hier... Cancel. Jetzt haben wir hier die Verbindung, zumindest optisch. Hier und Cancel. Da haben wir die Verbindung nicht. Gut, aber hier steht ja, dass wir... Energie haben. Also hier fehlt einfach optisch die Verbindung. Offiziell ist das. Ich denke mal, wenn wir hier neu laden, dann ist das kein Problem. So. Also, das funktioniert. Jetzt gucken wir mal, wie viele tote Winkel haben wir hier. Tote Flecken. Die Laser kommen hier nicht ran. Also dieser Laser kommt hier nicht ran. Der Laser kommt da nicht ran. Also wir haben durch die Flammenwerfer haben wir tatsächlich auch tote Winkel. Vielleicht sollten wir die Flammenwerfer ein bisschen weiter hier vorne erst hinsetzen. Auch einfach, damit sie wenig verbrauchen. Oder wir setzen sie direkt hier hin. Das könnte man natürlich auch machen, aber dann greifen sie hier wieder die Flammenwerfer an. Na, wir lassen das erstmal so, wie es ist. Ich nehme mal an, dass das so schon ganz gut funktionieren sollte. Ja. Ja, ja. Das sollte so funktionieren. Um den Rest kümmern wir uns in der nächsten Folge Stranded Alien Dawn. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr eure Zeit hier verbracht habt. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Vielen Dank für eure Likes, vielen Dank für eure Kommentare. Wir sehen uns in der nächsten Folge Stranded Alien Dawn. Dankeschön. Tschüss.